Grüß Gott, hallo, ich begrüße Sie zum Ländle Talk. Wir sind wieder hier am Berghotel Biberkopf in Waadt und bei mir, da sitzt jetzt einer, der nicht nur aus Waadt kommt, sondern auch die Goldmedaille dorthin gebracht hat, nämlich 1988. Herzlich willkommen, Hubert Strolz. Grüß Gott. Hubert, Gold in der Kombination 1988 in Calgary und Silber im Riesenslalom, Ja. das war dein Jahr, oder? Ja, genau. Na, 88 kann man wirklich sagen, es war wirklich mein Jahr. Und es ist natürlich ein großes Glück, oder? Olympiade. Ja, ist nur alle 4 Jahre. Und dass man dort hat, auf dem Punkt, dass alles passt, das ist ja, das ist sicher auch Arbeit und Fleiß, da steckt viel dahinter, aber natürlich auch Glück, dass es dann wirklich so gelingt, wie man es sich vorstellt. Oder? Jetzt mit ein paar Jahren, also ein paar Jahrzehnten fast Ja. rückblickend, was musste da alles zusammenspielen? Wie bist du auf das Jahr oder wie bist du in das Jahr reingegangen? Ja, also das war für mich also ein ganz spannendes Jahr, weil ich habe 87 im Frühling habe ich mich noch verletzt. Haben wir in Aspen in Colorado beim Super-G das Innenband gerissen. Und ja, war verletzt Ende Saison, das war im Frühling die letzte Rennen. Und war dann beim, haben wir gedacht, ja, ich muss heim das operieren, oder? Und dann rief ich den deutschen Mannschaftsarzt, der Otto Münch. Zu seiner Zeit. Den habe ich gut gekannt, der war dazumal wirklich ein anerkannter Kniespezialist im Klinikum Großhadern. Und den rief ich, oder? Von Aspen nach Weil, nach Denver im Flug. Und dann sage ich, du, sein Spitzname ist Burschi, sage ich, Burschi, er hat schon gesehen, dass ich eine Schiene anhalte, und sage ich, du kannst noch mal das Knie anschauen, sagt er, ja, gerne, oder? Und dann hat er in Denver am Flugplatz, hat er mir da das Knie angeschaut, und dann sagt er, ja, also es ist beim Ansatz gerissen, also er würde das nicht operieren, oder? Und dann habe ich gedacht, was, oder? Ich habe das Band ab, das muss man doch operieren, sagt er, nein. Also beim Innenband haben Sie gute Erfahrungen. Wenn das Knöchern ausgerissen ist, dann kann man das auch konservativ machen. Und dann habe ich das gemacht, bin ich dann zu ihm, wo ich daheim war, nach Großhadern Klinik, hat mir so untersucht. Er hat gesagt, der Meniskus muss man anschauen, wenn der zu sehr beleidigt ist, dann geht es nicht. Dann muss man Arthroskopie machen. Aber haben das dann also ohne Operation machen können. Und das war so der Beginn von der Saison, dass ich gewusst habe, im Sommer, es ist einfach jeder Tag wichtig, dass ich wieder erstens einmal von der Verletzung wieder zurückkomme, und war dann wirklich ja, in der ganzen Vorbereitungsphase wirklich konsequent, weil ich gewusst habe, ich muss da schauen, dass ich gesund wieder zurückkomme und dass es eine gute Saison gibt. Und ja, dann ich bin dann Ich war eigentlich, kann man sagen, so ein Riesenslalom-Spezialist, bin aber dann auch ein bisschen Kombination gefahren, bin dann auch die Klassiker auch gestartet, als Vorbereitung für die Olympiade. Und ja, in Calgary, das war dann wirklich, ich könnte da viele Geschichten erzählen, allein die Vorbereitung war auch schon spannend. Weil ich als Kombinierer, ich bin Slalom Riesen, Super-G und Kombination gefahren, oder? Also die Klassiker, also Kitzbühel-Wengen, wo Kombinationen waren. Und wenn du alle Disziplinen fährst, du hast natürlich überhaupt keine Verschnaufpause. Und das war dann ein großes Thema, das war der Günther Mader, der Bernhard Gstrein, der Thomas Stangassinger und ich. Wir waren die vier Läufer, die in der Kombination gestartet sind, oder? Olympiade hast du nur 4 Startplätze. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt, oder? Weil wir haben vorher so eine intensive Phase gehabt. Weil normal schaut man, dass man eine Woche vorher dort ist und dass man halt sich gut akklimatisiert und halt die Bedingungen auf Schnee kennenlernt und so. Und dann haben wir komplett was Konträres gemacht, weißt?
dann haben wir, der Kunditrainer war der Zeitler Michael, dazu mal. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ganz was anderes weg vom Schnee. Und dann sind wir eine Woche vor der Olympiade auf Jamaika und haben dort ein reines Konditionsprogramm gemacht, also wirklich nochmal, also ganz bewusst Kondition trainiert. Und ich kann mich gut erinnern, wo wir dann in Calgary am Flugplatz gelandet sind. Das ist ja jamaikisch, ja subtropisch. Und Calgary ausgestiegen, minus 20 Grad. Oder? Also ihr seid von Jamaika auf direktem Wege nach Calgary? Direkt nach Calgary, ja. Und dann weiß ich, die alpinen Bewerbe waren in Nakiska, das ist ungefähr so eine Stunde weg von Calgary. Sind dann, ja, angereist und dann, ja, ist es gleich dann mit dem Abfahrtstraining losgegangen. Und ich weiß noch gut, Nakiska ist wirklich im oberen Teil wirklich eine ganz anspruchsvolle Abfahrt. Also technisch wirklich sehr schwierig. Und es war knüppelhart, oder? Es war richtig eine Eispiste vom Start weg. Und das weiß ich noch gut, wenn man denkt, so, jetzt musst du also wirklich den Kopf bei der Sache haben, weil sonst ist die Olympiade vorbei, vor sie begonnen hat, oder? Wenn man denkt, wenn ich da im Training stürze, das ist so schwer. Wenn ich jetzt Konzentration, und dann ist aber alles gut gegangen, ja. Du hast dich tatsächlich nicht nur für den Talk so anzogen, du kommst direkt von der Skipiste, ja, von der Skischule. Ja. Was machst du da genau? Ja, ich bin in der Warte Skischule Skiführer. Und ja, der Skisport begleitet mich halt sozusagen auch mein Leben lang. Ich bin ein begeisterter Skifahrer. Ja, ansonsten habe ich eine Landwirtschaft daheim. Und wir haben eine Pension auch mit Ferienwohnungen. Und bin da ganz zufrieden. Du bist jetzt ja quasi jeden Winter auf der Piste, wenn es geht. Ja, ja. Das heißt, immer noch auf Schnee unterwegs. Wenn du jetzt mal in dich gehst, wie hat sich deiner Meinung nach der Skisport so die letzten Jahrzehnte verändert? Ja, also die größte Änderung ist natürlich vom Material, oder? Wenn man schaut, der kürzeste Ski, der ich gefahren bin im Slalom, war 2,2 Meter. Oder? Also früher hat man gehabt, Slalom 2,2 Meter, Riesenslalom 2,10 Meter, Super-G 2,15 Meter, Abfahrt 2,23 Meter. Das waren die Längen. Oder? Und heute hat man, oder? Heute hat man Slalom-Ski sind 1,65 Meter. Also die sind 40 cm kürzer wie früher, oder? Also mit den früheren könnte man heute nie mehr im Weltcup antreten wahrscheinlich, oder? Nein, nie im Leben. Nein, die sind, und die haben auch Slalom-Ski interessanterweise haben weniger Delierung gehabt wie ein Riesenslalom-Ski. Slalom-Ski waren relativ gerad mit wenig Delierung. Waren da denn früher auch die Kurse anders gesteckt? Beziehungsweise weiter? Nein, nicht unbedingt. Nein, der Torabstand hat sich gar nicht viel verändert. Oder? Aber es war eine ganz andere Technik. Oder? Und dann, ja, eigentlich erst, wo ich dann 1994 habe ich aufgehört und das Jahr drauf, also eigentlich 95 so, das war dann der Beginn, wo dann die stark delierte Ski auf einmal, wo die dann sozusagen auf den Markt gekommen sind. Und dann ist das ja relativ schnell gegangen, oder? Dann haben sie die Länge, ja, innerhalb von ein, zwei Jahren, oder hat sie das, ist mir immer kürzere Ski gefahren im Slalom. Ist sogar zurückgekommen bei den Herren auf 1,55 Meter, das hat man dann wieder reguliert, oder? Weil es zu extrem war. Und jetzt ist die Mindestlänge 1,65 Meter, oder? Und auch von den Erhöhungsplatten, also ganz früher kann ich mich gut erinnern, ich bin ja noch mit Ingemar Stenmark auch noch gefahren, oder? Dazu mal war das mein großes Idol. Und da hat man immer geglaubt, umso tiefer man steht, umso besser ist das Gefühl. Das hat schon seine Berechtigung, oder? Wenn ich relativ tief über dem Ski stehe, dann kann ich relativ schnell umkanten. Oder?
Und dann hat man halt aber auf einmal festgestellt, dass wenn man höher steht, oder, dass man zwar mit Umkante ein bisschen länger Zeit braucht, aber wenn man den Ski gekantet hat, dass er zum Führen, dass es leichter ist. Oder? Mhm. Oder? Weil die Kante ein bisschen weiter weg ist und man, gerade wenn man auf der Kante den Ski ziehen muss, also richtig karft, dann ist es ein Vorteil. Oder? Und das hat man dann auch, natürlich wie im Sport, geht man immer ans Limit, hat das ausgereizt und das hat man jetzt auch, das ist alles streng limitiert, oder? Dass man, also die Höhe, wo man mit der Ferse über dem Skischuh, also über dem Belag stehen darf, ist genau limitiert, oder? Also das ist, wenn man das auch übertrieben hat, oder? Und dann ist es halt auch zu gefährlich, oder? Also da hat sie im Material, hat sie sehr viel geändert, oder? Jetzt haben wir viel über das Material gesprochen, auch bei der Athletik oder bei den Athleten. Ist vielleicht eine andere Einstellung auch? Nein, also wir waren früher auch körperlich und athletisch gut, wirklich gut beieinander. Aber ich denke auch, wenn ich jetzt, mein Sohn, der Johannes, fährt im Weltcup. Kommen wir auch noch drauf. Und wenn ich jetzt die jungen Burschen oder die Athleten jetzt anschaue, dann ist es, das ist einfach noch einmal, ja, da wird, man hat auch natürlich, wie soll ich sagen, auch von der Trainingsmethodik her, hat sich auch weiterentwickelt. Also man war früher auch schon gut, oder? Also wir haben, das gibt schon, also vor 40 Jahren schon, hat man schon immer mit der Sportuni in Innsbruck zusammengearbeitet, hat sportmotorische Tests gehabt, dann hat man immer eine Spiroergometrie oder einen Spirotest. Das gibt es schon seit Urzeiten. Oder? Aber doch hat sich dann die Methodik und hat sich viel geändert. Wo man jetzt, viel vernetzte Sachen macht, weil jetzt gerade mit den stark delierten Ski die Rumpfmuskulatur, dass man einen guten, stabilen Oberkörper hat und überhaupt das Training verkraftet, vom Rücken her, ist das zum Beispiel auch ein richtiger Schwerpunkt geworden im Training. Oder? Dass die Athleten müssen alle viel für den Rumpf trainieren, dass sie den Druck, der wo man jetzt mit den stark delierten Ski hat, dass sie dem standhalten können. Oder? Du hast es schon angesprochen, dein Sohn Johannes ist jetzt auch in deine Fußstapfen getreten, ja, quasi. Seit 2018 fährt er im A-Kader des ÖSV. Was kriegt er da für Tipps vom Papa? Ja, es ist schon mal grundsätzlich gar nicht so einfach, dass ein Sohn von seinem Vater die Tipps annimmt. Aber das ist nicht so selbstverständlich. Aber ich muss sagen, der Hannes hat da doch ein recht großes Vertrauen. Und ich habe ihm, denke ich, auch schon in vielen Dingen helfen können. Oder? Sei es bei der Skischuhe oder von der Technik oder vom Material. Weil ich doch sozusagen halt, obwohl das geändert hat, aber im Grunde genommen experimentiert man immer noch mit derselben Barometer wie dazumal. Oder? Man hat natürlich alles optimiert. Das heißt, beim Skimaterial zum Beispiel hat man wirklich einfach, ich sage jetzt mal, einfach noch mehr Ski, die ganz fein abgestimmt sind von der Kantwinkel her, von der Konstruktion her. Dann hat man Platten, die unterschiedlich sind, wo man im Training raustestet, wie reagiert das, dann experimentiert man mit verschiedenen Montagepunkten. Also man könnte da tagelang drüber philosophieren, oder? Im Rennlauf ist es halt wie in der Formel 1, sage ich jetzt mal, es kommt wirklich auf die ganze Kleinigkeit an, dass man einfach schneller ist, ja, wie die Konkurrenz, oder? Und optimal ist es dann, ich sage immer zum Johannes, das Material ist immer dann optimal abgestimmt, wenn man als Läufer, wenn man das, was man technisch drauf hat, wenn man das voll reinlegen kann in den Lauf. Also wenn du das
wenn du ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen in den Lauf reinfetzt, und so muss es auch sein, und wenn das Material super abgestimmt ist, dann ist der Druckverlauf perfekt, oder? Dann reagiert es genauso, wie du als Läufer die Technik, wo du fährst, dann kannst du die auch 1:1 perfekt umsetzen, oder? Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Das ist im Rennlauf die Schwierigkeit, oder? Weil man fährt nur auf der Kante und mit einer stark delierten Ski, oder die, wenn man da, man spricht ja oft von aggressivem Material, oder das heißt, wenn die Kante für den Schnee oder der Schuh zu extrem ist, zu scharf, oder die Winkel zu extrem sind, dann ist das, oder dann sagt man in der Skilehrsprache, dann führt einen der Ski, oder? Also der Ski beißt so viel. Und dann ist es schwieriger handelbar. Und das hat sie eigentlich, das ist das, was sie gegenüber früher geändert hat, oder? Dass der Grat, auf dem man sie bewegt, schmaler geworden ist, oder? Durch das, dass man alles optimiert, ist man im Grenzbereich aus meiner Sicht, und darum, ja, gibt es auch viele Verletzungen, oder? Oder weil das, gerade wenn die Sicht nicht gut ist oder man sieht die Schläge nicht, und das ist mit dem neuen Material halt, da hast du als Läufer einfach der Spielraum, wo du Fehler machen kannst, ist kleiner geworden. Sehr spannende Geschichte. Man kann, wie du gesagt hast, Tage damit verbringen, zu philosophieren, aber die haben wir leider nicht. Wir sind schon am Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, natürlich deinem Sohn Johannes im Weltcup und hoffe, du genießt noch den Winter. Jawohl, hoffen wir, dass alle gesund bleiben. Das ist momentan das Wichtigste. Das stimmt, aber danke für deine Zeit. Ja, danke schön. Ja, und das war's von uns hier aus dem Berghotel Biberkopf in Waadt. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut, bleiben Sie bitte gesund und bis bald.